Hallo, willkommen zu einem neuen Orchideen-Update und zwar für den Monat August. Ich zeige euch jetzt, was sich bei meinen Orchideen getan hat. Es blühen ja keine mehr, aber es ist einiges passiert. Fangen wir mal an mit der größten, mit Orchidee Nummer 1. Ihr seht es hier vielleicht schon. Der Blütentrieb verabschiedet sich langsam, also der ist hier schon. Ja, gelblich weich geworden, ist aber okay. Den hatte ich schon seit letztem Jahr, also ist es in Ordnung. Dann hat sich hier diese Wurzel gebildet und wächst natürlich kräftig und dieses schöne Blatt. In der Mitte kommt auch ein kleines Blatt. Ich hoffe, das könnt ihr sehen, wenn ich das so. Der Trieb gebrochen. So, seht ihr das? Ja, und ansonsten wachsen die Wurzeln halt ganz normal hier unten im Gefäß weiter. Aber sonst sind noch keine neuen, außer hier unten diese. Aber die wächst nicht weiter. Die hat gerade sozusagen Stopp gemacht. Also wundert euch nicht, wenn ihr Wurzeln oder auch Blätter habt. Und die stoppen im Wachstum. Also ihr seht kein Voranschreiten mehr. Es kann sein, wenn eure Orchidee ein Blatt bildet, das hatte ich auch bei der Nummer 1, wenn sie ein Blatt bildet kurz vor der Blütezeit, dann ja, sagen wir mal, wird es nur halb so groß oder ein Drittel so groß, es stoppt auf jeden Fall. Und wenn die Blüte vorbei ist, dann seht ihr, dass das Blatt weiter wächst. Das ist wirklich sehr interessant. Bei Orchideen. Ja, machen wir mit Nummer 2 weiter. Nummer 2 bildet ein kleines neues Blatt und ja, Wurzeln. Also hier seht ihr zum Beispiel eine neue, einfach nur im Gefäß oder hier auf dieser Seite ist noch eine, aber eher verhaltenes Wachstum. Nummer 3 hatte nur dieses Blatt neu gemacht, aber schon vor einiger Zeit und seitdem passiert dann nichts mehr. Also die Wurzeln im Topf oder im Glas sind ganz normal dunkelgrün. Da ist also auch nichts Neues, keine hellgrüne Spitze und auch am Körper selber kommt da nichts. Also finde ich ein bisschen schade, weil die anderen wachsen ja nun und hier passiert halt sehr wenig. Aber das ist auch, denke ich mal, ganz normal. Die hat ja sehr gekränkelt. Das war die, die ich von dem Todesregal geholt habe, und die wäre halt mir fast eingegangen. Die sah damals schon ziemlich fertig aus. Die Blätter waren ganz labbrig und gewellt. Und die konnte ich Gott sei Dank nochmal, also die Orchidee, nicht die Blätter, retten. Und jetzt ist es halt so, diese Pflanze. Und sie hat ja auch keinen, also keinen blühenden Blütentrieb gemacht. Ich zeige euch das nochmal. Sie hat ja nur diesen Trieb gemacht mit so ansatzweise Knospen, aber da passiert halt auch nichts und zur Blüte kam es erst gar nicht. Ja, dann zeige ich euch die Nummer 4. Die hat hier diese lange Wurzel gebildet, das letzte Mal schon. Und hier hat sie noch eine gebildet und dieses schöne neue Blatt. Jetzt haben wir aber hier dieses gelbe Blatt. Das schneiden wir auch mal gerade zusammen ab. Das ist ganz normal, dass Orchideen während ihres Alterungsprozesses Blätter verlieren. Das sind normalerweise die untersten beiden Blätter. Also ihr seht hier, dieses wird auch gelb und das werden wir wahrscheinlich auch nicht retten können. Also das ist halt ein ganz normales Prozedere. Die Orchidee versucht halt jetzt weiter nach oben zu wachsen. Also hier die neuen Blattpaare zu bilden und ihr seht das schon. Wie kann ich euch das am besten zeigen? Ja, hier seht ihr einen alten Blütentrieb und hier befindet sich noch einer. Das heißt, die Blütentriebe kommen immer an beiden Seiten oder nur an einer Seite von einer Blattachse raus. Und wenn ihr diesen Trieb habt, dann kann der nicht nochmal da kommen. Also er kann nochmal blühen, indem der Trieb sich verzweigt. Aber der Trieb selber kann eben keinen zweiten Trieb neben sich bilden. Das heißt, die nächste Blütesaison wird ein Blattpaar höher
ein Blütentrieb rauskommen. Und immer geht es so weiter. Also entweder eins höher oder auf der anderen Seite und dann das nächste Mal eins höher und auf der anderen Seite. Das heißt, die unteren Blätter werden gar nicht benötigt. Da wir ja hier schon diesen und diesen Trieb haben, können wir davon ausgehen, dass diese Orchidee schon mal mehr Blätter hatte. Denn wie gesagt, der Trieb bildet sich in der Achse von einem Blattpaar oder einem einzelnen Blatt. Und deswegen ist es gar nicht so schlimm. Also diese Orchidee hatte bestimmt schon mal 3, 4, 5, wer weiß wie viele Blätter mehr, die dann einfach abgestoßen wurden. Und ihr seht ja, die Orchidee an sich bildet ein neues Blatt. Die Blätter sind sehr fest, also ganz normal fest. Es sind schöne grüne Wurzeln da. Das heißt, der Orchidee geht es gut. Wir brauchen uns keine Gedanken machen, nur weil mal ein Blatt abfällt, beziehungsweise zwei. Ja, kommen wir zum ersten Trauerexemplar, der Dendrobium phalaenopsis. Ich werde jetzt schnellstmöglich dieses Kindle bzw. die beiden von der Mutterpflanze entfernen. Ich weiß nicht, warum es dieser jetzt plötzlich so schlecht geht. Also ich hatte euch ja schon öfter berichtet, dass die Blätter so ein bisschen weich waren und flexibel. Aber jetzt ist es extrem geworden. Also ich glaube, es ist jetzt allerhöchste Zeit, dass ja, das Kindle getrennt wird. Das mache ich aber separat. Ja, und dann das zweite Trauerspiel. Meine Dendrobium nobile. Sie hat ja Wollläuse. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Ihr seht, glaube ich, an diesem grünen Trieb das Trauerspiel. Ich habe wirklich alles erdenklich Mögliche versucht, die Wollläuse loszuwerden. Sie sind auch erst weg. Aber dann kommen sie eben wieder. Das ist auch bei meinen anderen Pflanzen das Problem. Fast jede Woche versuche ich die ganzen Blattläuse, nicht Blattläuse, aber Wollläuse zu entfernen. Und sie kommen immer und immer wieder. Das Problem bei dieser ist halt auch, dass in diesem ja, weißlichen Teil, dem, sagen wir mal, trockenen Teil, dass da drunter auch welche sind. Oder jetzt, ihr seht ja, hier ist ein neuer Trieb, hier unten, und die neuen Triebe werden alle nur noch so ganz hellgrün, gar nicht mehr so kräftig, wie es vorher war. Und die sitzen halt alle ganz tief da drin und die kriegt man einfach nicht weg. Ja, aber eine Blüte bzw. ein Trieb, ich bin mir noch nicht sicher, was bildet sich hier unten. Ich gehe mal davon aus, dass es eine Knospe ist. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also, falls ihr noch Ratschläge habt, die ich noch nicht versucht habe, dann lasst mich das gerne wissen, falls ihr irgendwie eine dauerhafte Lösung habt. Also, ich werde die jetzt weiterhin mit Wasserstoffperoxid behandeln, was aber nichts bei dieser zumindest nichts hilft. Ich werde sie nochmal mit Öl und Spülmittel behandeln. Und natürlich werde ich nochmal das Substrat abkochen, damit auch wirklich da niemand mehr drin überlebt. Aber habt ihr noch andere Tipps? Weil irgendwie so, ich weiß nicht, kann das auch nicht weitergehen. Die sieht absolut nicht gesund aus. Gerade auch der neue Wuchs ist wirklich schlimm. Ich fände es halt schade, wenn die jetzt eingeht. Aber ich bin wirklich ja, ratlos, was ich da machen soll. Ja, bitte lasst mich noch mehr Tipps wissen, wenn ihr noch irgendwelche geheimen Rezepte kennt. Lasst mich auch gerne wissen, ob eure Orchideen noch blühen. Viele von euch haben ja berichtet, dass sie noch in voller Blüte stehen, was wirklich toll ist. Also ich hätte auch gerne noch eine Orchidee, die jetzt aktuell blüht, aber bald ist es ja wieder so weit mit der Saison. Also ich meine, wir haben jetzt schon August und hier in Georgien hatten die letztes Mal so ab Ende November angefangen mit ihren Blütentrieben bzw. Seitenverzweigungen vom Trieb. Und dann Ende Dezember kamen dann die ersten richtigen Knospen. Ja, ich hoffe, das Video war informativ für euch. Lasst mir gerne einen Kommentar, Daumen hoch oder Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!